Ja, eigentlich Sommer war lang genug. Wir hätten auch genug Zeit, uns, sagen wir, umzubauen für die zweite Liga, auch gut vorbereiten. Ja, wir hätten viele neue Spieler auch bekommen. Einige Spieler haben wir zurückgeholt nach Krefeld. Ja, und wichtigste einfach war für uns, dass wir gute Professionelle kriegen, ja, gute Spieler, welche haben Qualitäten, Tore zu schießen und auch defensiv zu spielen, aber in gleicher Zeit, welche haben große Herz zum Eishockey, welche möchten, dass Krefeld Pinguine, sagen wir, erreichen höchste Resultate diese Saison. Ja. Deswegen, das war unser Ziel, solche Spieler zu finden, und eigentlich, wir haben die gefunden, ja, im Gesicht von all unseren Spielern. Und ja, jetzt, die arbeiten einfach hart, schon zweite Woche. Ja, und möchten gut zum Saison vorbereiten. Viel mehr kann ich nicht so erzählen, was war im Sommer, weil im Sommer einfach unser Office hat eine große Arbeit gemacht. Die haben große Hilfe auch mir gegeben, brauche ich echt sagen. Ja, deswegen, ich könnte auch ruhigere Sommer haben, fokussieren nur auf die Sportliche aufzubauen. Und natürlich Office hat richtig tolle Arbeit gemacht um alle anderen Felder. Ja, und deswegen, ich denke, dass diese Saison zur Arena kommen wird, richtig Spaß auch machen. Du hast gerade gesagt, dass man natürlich auch Spieler suchen musste, die jetzt dieses Projekt, diese Aufgabe wieder annehmen. Einige mussten wir nicht suchen, die hatten wir tatsächlich schon im Kader. Also wir haben zum Beispiel Alexander Weiß, Leon Niederberger, Tom-Erik Bappert, Dominik Tiffels und Sergej Belov verlängert. Die haben gesagt, ich habe es heute noch so geschrieben, ich habe auch mit Leon darüber gesprochen, er hat gesagt, für ihn ist es eine Herzensangelegenheit gewesen. Wie wichtig sind solche Spieler, die dann, sag ich mal, auch an Bord bleiben und sagen, hey, den Karren, den wir jetzt in den Dreck gefahren haben, den holen wir da auch wieder raus? Ja, alle diese Spieler, welche du genannt hast, die haben allgemein verstanden die Idee, was wir hier in Krefeld Pinguine machen. Ja, und allgemein aufbauen, wo gehen wir. Die verstehen auch unsere Pläne und die unterstützen die einfach, ja, und die haben alle großem Herz zum Eishockey, ja, die werden niemals, sagen wir, Bein wegnehmen von einem Schuss, welcher kommt auf diese Spieler, auch natürlich Sergej Belov, als Torwart. Der sollte es machen, ja. Ja, in gleicher Zeit, wir haben auch einige Spieler zurückgeholt, welche verstehen, was ist Krefeld und wie wichtig ist, dass Krefeld erfolgreich wird. Und war vorher, dass es natürlich auch Philipp Riefers, ja, dass es Pascal Zerres und Marcel Müller, auch Nikita Schatzki versteht die Verantwortung und möchte natürlich alles Bestes geben. Und wie ich auch gesagt hätte, es geht einfach um viel um Menschliche. Die sind alle Profis, die kennen, wie es geht, Eishockey zu spielen. Ja, es kommt einfach dran jetzt, dass die alle zusammen eine gute Mannschaft zusammen aufbauen in die Kabine. Ja, und kämpfen für einander und kämpfen für den Club. Ja. Das ist einziges, weil nur so kannst du für etwas Größeres, sagen wir, auf etwas Größeres schauen. That's a big challenge for me. The club is in second division. That's a really challenge. I can tell. We have to make a really good way to the target. Because if we don't make that way and stick to that way, we can talk a lot. But the most important to make that way. Lots of people talk about the target, let them do that. We talk about the way to the target. Regarding the tradition here in Krefeld, that is one of thing you must have to do when you take over. Now I'm always be so interested for them. Also Leif sieht natürlich da eine große Herausforderung jetzt in der zweiten Liga, das ist klar. Er sagt, man hat natürlich ein gemeinsames Ziel, das man verfolgt. Er möchte sich da aber auch nicht zu sehr auf die Tradition ausruhen, die es hier in Krefeld gibt. Er sagt, Tradition ist die eine Sache, aber die Kultur, die man dafür braucht, um erfolgreich zu sein, das ist eine Sache, die man immer wieder aufleben lassen muss, an der man jeden Tag arbeiten möchte. Und gerade deswegen ist er froh, dass er ein starkes Trainerteam um sich herum hat, dass er ein starkes Backoffice hinter sich stehen hat, die ihn dabei unterstützt. Das war einer der Gründe, warum er sich dann halt dazu entschlossen hat, dann hier auch diese Position zu übernehmen. Thanks. And think to work it out. You must do it every day.
to be better. And of course also we have here a strong person around me in the coach team, as Sergei, Igor Sakharkin, and that stuff, Per Bäcklin. That's, I can tell you, it's a strong team around the team. So that's also one of the reasons I want to come here, to work with these guys. Die Frage, ob es noch Neuzugänge geben wird oder ob der Kader jetzt erstmal so steht. Zurzeit nein. Wir haben einige Jungs zum Tryout. Ich glaube, ihr habt die gesehen. Jetzt, ja, wir haben einen Verteidiger und zwei Torhüter. Wir werden jetzt schauen, wie die, sagen wir, sich bei uns zeigen kann und beweisen. Ja, und von zwei Torhütern, wir werden natürlich einen nehmen. Für uns und sonst zurzeit gibt es keine Neuzugänge. Okay. Ja. Hans-Gerd, noch mal. Ja, dann nochmal eine Frage. Was erwartet ihr an Zuschauern im Schnitt pro Spiel? Und wie ist der Etat? Du hast mal gesagt, dass der Etat ähnlich sein wird wie in der vergangenen Saison. Ist das richtig? Und ja, wie sieht es mit den Zuschauerzahlen aus? Bei Budgetplanung sind wir rausgekommen von den Zahlen, was wir hätten letzte Saison gezeigt. Ja, weil wir haben sowieso, wir wissen nicht, was wird rauskommen wegen der Corona-Situation und so weiter. Ja, wahrscheinlich noch irgendwas kommt in die Welt. Also deswegen, da hätten wir so ungefähr rausgekommen von den Zahlen von 2000 Zuschauer, glaube ich, ja, oder ein bisschen mehr bei Budget-Einplanung. Und allgemein unsere Etat, habe ich gesagt, dass wir einplanen, dass es wird weniger, so nehmen 15%. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt so die Zahlen nicht im Kopf. Ich glaube, wir sind doch ein bisschen niedriger gegangen, aber nicht sehr viel niedriger als 15%. Ja, ich denke so wahrscheinlich 20% von Etat, was wir letzte Saison hätten. Deswegen nicht kritisch. Ich denke, dass wir haben für unsere Etat eine richtig gute Mannschaft aufgebaut. Ja, ich weiß nicht, der Trainer kann wahrscheinlich die Liga noch nicht so einschätzen, die Konkurrenten, vielleicht der Sergei. Wen siehst du da vorne? Wer ist da für dich mit Favorit? Wie schätzt du überhaupt die Liga momentan ein, nachdem man weiß, wer sich wo verstärkt hat? Ich meine, jetzt DL2, ich denke, diese Saison wird eine interessante Liga, weil kann man sehen, dass mehrere Mannschaften haben auch Geld investiert, um bessere Mannschaft für den aufzubauen. Ich denke, das kann man niemals Ravensburg abschreiben, ja, weil die spielen immer stabil in DL2. Ja. Kassel natürlich logischerweise, Dresden, dass die sind interessiert aufzusteigen, wie wir auch. Ich denke eigentlich, Landshut hat nicht schlecht verstärkt sich und Bayreuth auch. Sowieso, du kannst erwarten etwas von mehreren Mannschaften, auch Heilbronn oder Bad Nauheim, ja, die können auch Surprises reinbringen, ja, Überraschungen machen, ja, in Saison. Ich meine, in jeder Liga brauchst du gewinnen und sich immer beweisen, in jedem Spiel, ja, und ich denke jetzt als sagen wir Absteiger aus DL, wir werden so ein Red Flag für einen Bull sein, ja? Ja. Deswegen alle werden sich stark vorbereiten, gegen uns zu spielen. Deswegen ich bin ganz sicher, dass jedes Spiel für uns wird nicht einfach, aber in jedem Spiel können wir uns immer beweisen. Ja, und die Sperr? Ja, wir waren am Dienstag beim KfV 81 und hatten auch das Thema Förderverein, Kooperationspartner besprochen, die Gespräche laufen laut Elmar Schmitz. Wie ist euer Statement jetzt momentan zum KfV 81, zum möglichen Kooperationspartner? Wenn ihr keinen Kooperationspartner habt, müsst ihr ja in den Topf der DL2, in den Fördertopf einzahlen. Wie sieht da momentan aus eurer Sicht diese Kooperationsmöglichkeit aus? Also wir sind noch in Verhandlung mit dem KfV 81, aber ich bin ganz sicher, dass ohne Kooperationspartner werden wir nicht bleiben. Ja, deswegen im Topf werden wir nicht zahlen.